Hallo ihr Lieben, so heute möchte ich euch mal etwas anderes zeigen. Und zwar bin ich in einer Planergruppe, in einer Planertreffgruppe hier bei mir in der Region. Und wir mussten unser Planertreffen im April leider verschieben und haben uns dann dadurch entschieden, wie ich ja schon im letzten Video gesagt habe, uns einfach eine Happy Mail zu schicken. Und da ist das gute Stück. Und wie ihr seht, es ist der Wahnsinn, wie viel da drin ist. Also ja, leider ist die Schokolade zerdrückt. Aber ich habe sie dann ganz, ganz schnell auch nach dem Abdrehen genommen und habe sie in den Kühlschrank gepackt. Und ja, das Handwaschgel ist natürlich echt der absolute Knaller gewesen. Mit so einem Henkel zum Ranhängen. Das ist für mich natürlich echt optimal, wenn ich zu den Chorkids-Proben gehe. Dadurch, dass ich immer irgendwo hin, so ein bisschen zwischen den Kindern hin und her renne, muss ich da halt auch wirklich sehr intensiv darauf achten, dass meine Hände gereinigt und desinfiziert sind. Und in diese Halterungen kann man dann auch, wenn die alten Fläschchen leer sind, neue reingeben. Wobei ich auch gesagt habe, ich habe noch Desinfektionsmittel daheim in einer größeren Flasche. Ich werde es wahrscheinlich dann umfüllen, wenn das Vorhandene zur Neige geht. Genau. Und da waren dann auch noch so Karten drin. Also echt total genial. Und ich denke, aus einem, ach lieber Himmel, Hilfe, wie heißen diese Bögen? Aus einem Cardstockbogen ziemlich viele verschiedene kleine Karten rausgeschnitten und natürlich genau in Richtung Traveler Journal. Das ist natürlich für mich das absolute Oberhighlight. Das liebe ich ja wie sonst was. Oder auch diese Kaffeekarte gerade. Ja, echt der Wahnsinn. Also, ganz großes Kino. See the World geht immer. Ja, Grobmotorik lässt grüßen. Ein Bulli. Wow. Ja. Genau. Ich merke gerade bei der Aufnahme war ich sehr hibbelig. Genau. Und jetzt kommen die ganzen Kästen. Und ich dachte, das wären wirklich nur diese beiden. Also ich dachte, ja, da war auch noch Papier. Bei dem großen Bogen überlege ich mir sogar, ein Traveler Journal draus zu binden. Da brauche ich nur Aquarellpapier, weil von den Maßen her würde es sogar passen. Ich könnte sogar vorne und hinten vielleicht noch irgendwie eine Tasche reinsetzen mit dem Überschnitt. Und diese Bögen sind natürlich total Hammer. Die sind transparent. Also echt total cool. Und da habe ich dann jetzt auch noch mal einen in so einem Grau-Silber. Also echt mega. Habt ihr schon mal bei einer Happy Mail mitgemacht? Oder ja, genau. Ja, das war jetzt dann so mein Hallo. Nochmal was. Und da waren auch so viele Schnipsel und alles drin. Ich müsste mich da echt mal hinsetzen. Und wirklich gucken, dass ich vielleicht nächste Woche wirklich so einen Aquarellblock hole und da wirklich mich einfach mal hinsetze und ein Traveler Journal draus binde und das dann mit diesen Sachen verziere. Ich wüsste nur noch nicht, ja, für welchen Anlass ich das nehme. Und auch der Blog ist natürlich total cool. Das kann man auch in so ein Traveler Journal mit integrieren, indem man da einfach Urlaubsnotizen, also indem man vom Urlaub recherchiert und sich verschiedene Dinge aufschreibt, die man sehen möchte, wo man essen gehen möchte, die man besuchen möchte. Das finde ich immer eine ganz coole Sache und so einen kleinen Blog dann in der Hand zu haben. Ja, ist nicht schlecht. Noch mehr Washi-Tape und noch mehr Cardstock-Teile. Ja, also es war echt richtig grenzgenial. Leider musste ich das Video sehr abgespeckt erneut aufnehmen,
weil das einfach sich bei Facebook nicht hat hochladen lassen. Ja, Sommergrüße, einen Transparenzstickerbogen und nochmal Washi-Tape. Ja, ich bin Washi-Tape-süchtig. Also wenn ihr was übrig habt, immer her damit. Ich übernehme gern die Portokosten. Das ist überhaupt gar kein Thema. Kriegen wir alles. Genau. Genau. Und noch mehr Kästen und diese Boxen. Oder ja, nicht Kästen, sondern Boxen. Diese Boxen finde ich natürlich mega genial, um sie in meinen Bastelschrank reinzugeben, denn dadurch habe ich noch ein bisschen mehr Staumöglichkeiten. Ja, diese Kleinteile werde ich wahrscheinlich alle in meine in meinen Organisationsordner reingeben. Und das Leben ist zu kurz, um auch nur eine Sekunde zu vergeuden. Ja, wahre Worte. Oder sich auch nur eine Sekunde wirklich aufzuregen über irgendwelche Kleinigkeiten. Ja. Und ganz, ganz viel. Und nochmal Cardstock-Zuschnitte. Ja, Wahnsinn. Also falls ich jetzt gerade so ein bisschen abgelenkt erscheine, ich werde gerade im Hintergrund zugebombt mit WhatsApp-Fotos. Ich glaube, meine Mama war shoppen beim Teddy. In den gefährlichen 10-Cent-Boxen. Die sind verhängnisvoll. Ja. Ich habe ja auch noch ganz viel für die Erzieherin aus dem Kindergarten meines Sohnes unten im Keller. Ja, da werde ich dann mal, ja, es will nicht raus, da werde ich dann jetzt auch mal das Körbchen, denke ich mal, zusammenpacken. Genau. Ja, für 10 Cent kann man das holen. Ja, genau. Und da ist auch noch mal ein Washi-Tape-Sample. Also es ist schon echt genial, was man mit so Kleinigkeiten wirklich alles bewirken kann. Also ich bin total glücklich darüber, auch über solche Spruch-Washi-Tapes, wo verschiedene Sprüche drauf sind. Also das finde ich echt total genial. Ich habe meine Sammlung auch wieder aufgestockt. Also wenn ihr echt Bock habt, eine Happy Mail zu tauschen, auch gerade aus den ganzen Halls, können wir echt total gerne machen. Ich habe ja wirklich mehr als genug geshoppt. Kommentiert gerne drunter. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar gerne da, wenn ihr Bock habt, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen, lasst mir auch gerne ein Like da. Bleibt positiv, bleibt gesund und wir sehen uns dann, ja, ich denke, die Tage wieder. Habt Spaß, habt gute Laune, macht's gut und tschüss.